Bauch. Ich begrüße die beiden Trainer, Wolfram Eitel vom FV Ravensburg und Ralf Volkwein von der TSG Ballingen. Und bitte euch beide zum heutigen Spiel um ein kurzes Statement. Wolfram. Ja, von meiner Seite erstmal hallo. Ich freue mich mit der Gruppe an Gratulation aus zum verdienten Sieg. Das, was wir letzte Woche am Samstag gegen Potsdam erfahren haben, haben wir heute leider nicht besser gemacht. Nur die gute Halbzeit zu spielen, reicht nicht, um auch Spitzenmannschaften auch zu schlagen und vor allem dann erfolgreich auf Fußball zu spielen. Erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen, hat so gut wie gar nicht stattgefunden. Während die wir gemacht haben, haben wir natürlich auch beide in ihre Karten gespielt, indem sie sehr tief gestanden sind, hier einfache Bälle auch mit nach vorne gespielt haben und genau diese Räume, die dann auch Ballingen gut verteidigt hat, dort relativ viele Ballverluste gehabt haben und selbst in die Konter gelaufen sind. Wie die Tore fallen. Wir waren heute gute Gäste, wir haben heute viele Gäste mitgebracht. Das ist, glaube ich, die politisch korrekte Antwort. Ich sage es am Montag oder morgen meiner Mannschaft ein bisschen anders. Aber trotzdem ist es dann zu wenig. Ja. Und dann, wie die Tore, wie gesagt, wieder auf Fall, dann steht es 2-0 und denke, von den Chancen her verdient. Wir hatten sicherlich nach dem 1-0 noch eine klare Chance von Thomas Zimmermann, wo der Julian überragend hält. Da hat er die Chance auch gehabt, ranzukommen. Das war die klarste Chance, die erste Halbzeit. Ja, und dann haben wir zumindest mal für die zweite Halbzeit vorgenommen, ein anderes Gesicht zu zeigen. Und das hat dann die Mannschaft auch gemacht. Hat auch das Herz in die Hand genommen. Hat dann auch ausgearbeitet und dann war es sicherlich heute auch das Pech, wo man auch gehabt hat in der letzten Aktion, ob dann der Ball in die Latte geht und auch noch reingeht. Dani Hotkorn schießt nochmal einen Pfosten vorbei. Wir hatten dann noch einige Chancen, wo wir auch hätten dann auch den Ausgleich machen können. Hat auf der anderen Seite auch viel Glück, dass Balingen dann auch die Rekordverschossen, die gut zu Ende gespielt hat und das uns immer noch im Spiel gehalten hat. Dahingehend war es für zumindest bei den Zuschauern ein Stück weit auch entspannt. Für uns halt wieder ein geschenkter Tag, weil wir uns wieder selber ins Telefon schreiben müssen, dass wir heute einfach zu wenig bereit waren zu investieren, vor allem die erste Halbzeit. Ich hoffe, die Jungs lernen endlich daraus, dass wir vor allem auch am Dienstag gegen Freiburg 90 Minuten eine gute Leistung brauchen und wir nicht zum Verbandsligaspiel bzw. zum Pokalspiel beim Verbandsligisch nicht fahren, sondern zum guten Oberligisten mit einer ähnlichen Qualität, wie wir es heute auch nicht gesehen haben. Und entsprechend müssen wir auch nach 90 Minuten auch mit Gas geben. Daraus müssen wir lernen nochmal. Ich habe es die Jungs vorher auch gesagt, es gibt Phasen, da läuft es nicht gut von der Hand. Da geht es nur eins, entsprechend zusammenzuhalten und die Situation durchzubeißen. Das gehört zum Sport mit dazu, das gehört persönlich mit dazu, aber auch als Mannschaft. In dieser Phase befinden wir uns gerade und deswegen ist die Herausforderung am Dienstag gegen Freiburg genau richtig. Wir wissen dann, was auf uns zukommt und entsprechend freuen wir uns auf dieses Pokalspiel. Ihr reift am Mittwoch für das nicht ganz unwichtige Derby-Pokalspiel. Highlight-Spiel für euch natürlich gegen Reutlingen, auch alles Gute. Auch wenn es ein Liga-Konkurrenz ist, wünsche ich euch ein gutes Spiel, intensiv und am Ende soll auch der Beste auch mit gewinnen und auch weiterkommen. Viel Erfolg dazu. Ja, vielen Dank. Ralf, zum heutigen Spiel gegen Ravensburg aus seiner Sicht dein Fazit. Ja,
Ja, Wolfram, danke für die Glückwünsche, die wir gerne geben. Wolfram hat eigentlich alles schon gesagt. Wir haben 10 Minuten gebraucht, bis wir heute im Spiel waren. Das lief von Anfang an nicht so gut. Ravensburg hat ziemlich hoch gepresst, das wussten wir auch. Da hat uns ein bisschen der Mut gefällt, die ersten paar Minuten da vielleicht die Sicherheit von hinten raus zu spielen. Aber so, ich denke, nach 10 Minuten haben wir das ein bisschen abgedeckt heute. Zum besseren Spiel kommen. Wir haben heute, wie der Wolfram angesprochen hat, die Fehler vom Gegner heute ausgenutzt. Nichtsdestotrotz haben wir es natürlich dann auch gut durchgespielt. Oder wenn ich einmal 2-0 denke, wie der Pet danach geht. Also in der Liga gehen wahrscheinlich nicht so viele Spieler im Ball nach, wo eigentlich aussichtslos ist und heute das Ding da raus und gibt eine Torschuss und dann 2-0 war natürlich überragend von ihm gemacht. Ich denke, erste Halbzeit war es verdient, das 2-0. Ich habe eine klare Chance gesehen von Ravensburg. Sonst schon ein paar Standards und die Chance hat natürlich Julia souverän oder super rausgeholt. Sonst habe ich nicht viel gesehen. Sind wir einfach defensiv gut gestanden. Die Taktik ging heute auf. Beim letzten Heimspiel kam mir die Frage, warum Fünferkette, warum tief stehen. Da ging es halt also nicht auf. Gegen Balinger SC heute ging die Taktik auf. Zumindest auch erste Halbzeit, dass wir tief stehen. Wir wussten, dass sie hoch stehen und hoch. Die Außenbeteiligung und außen- und Mittelfeldspieler hochstehen, dass es Räume gibt, vor allem für unsere Stellenspieler, gerade für Pette und für den Pet. Und das haben wir heute ausgenutzt, erste Halbzeit. Zweite Halbzeit wusste natürlich, dass Ravensburg ein anderes Gesicht zeigt, zumal sie letzte Woche 2-0 geführt haben, dann zweite Halbzeit 2-3 verloren. Heute keine gute erste Halbzeit gespielt, da wussten wir, was auf uns zukommt und haben wir die Qualität gesehen. Da haben wir es nicht bestanden, nach der Halbzeit Ruhe ins Spiel zu bringen, auch die Bälle vorne festzumachen und nachzurücken. Da war es eher ein bisschen Ping-Pong bei uns, schnelle Ballverluste und dass dann natürlich Ravensburg die Qualität hat, die Räume zu sehen und dort zu spielen. Da haben wir vielleicht in einer oder anderen Szene Glück gehabt, mit dem Lattenschuss. Haben aber dann trotzdem gute Konterchancen gehabt, auch mit der zweiten Halbzeit, haben es 3-1 mit einem Fehler, Querpass, hat der Pet gut lauert und das Ding reingemacht. Dann haben wir es leider versäumt, vielleicht den Sack zuzumachen mit 4-1 und dann kriegen wir erst 2-3 und dann wird es einfach nochmal spannend. Ich denke, unterm Strich war es ein verdienter Sieg. Ein bisschen Glück gehabt, vergessen, den Sack zuzumachen, aber unterm Strich ein riesen Kompliment an unsere Jungs oder an meine Jungs. War ein verdienter Sieg und jetzt regenerieren wir diese Woche noch oder das Wochenende. Montag normales Training und Mittwoch haben wir natürlich das nächste Highlight hier. Unter Flutlicht, Abendspiel und hoffen, dass es vielleicht genauso spannend wird mit dem gleichen Ausgang. Und wir wollen gerade die 2 Schritte noch machen und dass wir uns Wolfram vielleicht in Stuttgart wiedersehen. Ich bin auf jeden Fall auch viel Glück mit deinen Jungs und die ist in Freiberg. Und vielleicht sehen wir uns, macht immer Spaß gegen euch. Mal so, mal so der Ausgang. Aber ich denke, es sind 2 gute Oberliga-Mannschaften, die wir heute wieder gesehen haben. War ein bisschen was für die Zuschauer dabei. Und ja, letztes Jahr hier haben wir eine auf die Fresse gekriegt von euch, 0-4. Und heute waren wir hinten raus ein bisschen glücklich, aber ich denke nicht unbedingt. Danke, schönes Wochenende.